Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Sitzt du gut? Ja, hervorragend. Warum tragst du kein Leo? Weil du nichts gesagt hast. Du hättest aber was zu Hause, oder? Nein. Blödsinn, das glaube ich nicht. Du hast so ein Hawaii-Hemd in Leo-Look. Nee, der Peter Novak. Der war nämlich auch schon da. Naja, klar, mit dem Hawaii. Wir haben den fast nicht. Novak. Als Fashion-Berater. Ja, Christoph, ich finde das ja super, dass du da bist, weil ich habe so lange Anfragen geschrieben und wirklich... An wen? So lange gebraucht, dass du endlich da sitzt. Küsse Hand, weil, und, wenn ich das gewusst hätte. Ja, also ich habe dann überlegt, soll ich eine Maske buchen oder nicht? Dann habe ich gedacht, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Dann habe ich überlegt, ob ich Outfits organisiere für dich. Aber ich glaube ich auch nicht, weil du bist du eine Outfits? Coole Socke, oder? Dank und aber Dank. Ich würde es nicht als solches bezeichnen. Und meine Tochter schon gar nicht. Die ist 20, bald. Was sagt sie über deinen Look? Ja, ist alt. Alter Mann. Siehst du dich älter, als du bist? Nein, ich habe kein Beige und kein Grau. Das ist, obwohl hast ich habe braune Socken. Braune Socken? Aber nur wenn ich braune Schuhe anziehe, dunkelbraune. Okay, also du ziehst. Okay, nein. Das Einzige, wenn ich einen Hauch von Mode walten lasse, dann nur Schurch, Gürtel und Uhr in derselben Form. Aber du hast coole Schuhe an, also so Biker-Boots oder was? Ja, das sind warm. Also? Weil ich komme gerade aus Kärnten und da ist es kalt. Verstehe. Ja, aber wie ist denn das bei dir? Ist dir das wichtig, was du anziehst? Überlegst du das jeden Tag? Nein, es ist tendenziell bei mir schon... Nein, überlegst du jeden Tag? So viel Zeit habe ich nicht. Nein, obwohl Lockdown ist, aber so viel Zeit habe ich nicht. Nein, es interessiert mich auch nicht. Muss ganz ehrlich sagen. Aber ich habe schon gern bunte Sachen. Meistens heute habe ich... das ist mein Lieblingsfarbe. Grün ist mein Lieblingsfarbe. Flaschengrün? Jede Art von Grün. Auch Gagelgrün. Ja, ist mal okay. Giftgrün, großartig. Ich habe gekriegt von meinen Kindern... Ein Lauflevel, das ist Gift. Das ist noch giftiger als das Licht. Wirklich? Ja. In diesem Fall ist es gut, dass ein bisschen Stretch ist. Ja, das ist gut. Was das, Corona-Kilos oder was ist das? Nein, die waren immer schon da. So. Schau, ich trage meinen Baby-Elefanten seit 14 Jahren aus und der Trottel kommt nicht aus. Verstehe. Nein, aber ich habe tendenziell, wie gesagt, habe ich so V-Pullover aus, ein Ruderlevel, haben wir früher gesagt, also ein T-Shirt und ein Pullover drin in jeder wie immer gearteten Farbe. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat tendenziell deine Größe gehabt. Ich kriege ja Höhenangst, mir ist ja schlecht. Mit mir kannst du nicht wenn ich hohe Schuhe habe, speibe ich. Das ist wie das für die Warte, eine Aussichtswarte. Dabei passt 48 Dioptrien und trotzdem kannst du. Das ist noch schlimmer. Nein, aber ich habe eine Freundin gehabt, die hat, wenn wir weggegangen sind, die war so schon größer als ihr Kopf oder zwei. Nein, ein. Vier und dann ein Kopf größer. Und dann hat sie gesagt, welche soll ich anziehen? Die oder die? Sag ich, die. Ja, aber dann bin ich viel größer als du. Sag ich, ja, das sieht wohl viel geiler aus. Abgesehen davon fragt sich jeder, warum er und nicht ich. Das stimmt, ja. Das wollte ich dich hier fragen. Wie ist das auf der Bühne? Auf der Bühne ist mir scheißegal. Da ziehst du alles an. Ja, das ist mir wurscht. Ich habe schon so viel Scheiße auf der Bühne angehabt. Es ist wirklich, nein, das ist doch vollkommen wurscht. Da gehst du hin, schlupfst rein. Dafür, naja, bequem muss sein. Und im Sommer mag ich es gern, wenn es nicht. Hass ist, wenn es nicht so dick ist. Aber hast du das so in dem Mitspracherecht, dass du sagen kannst, ich will das so und so und so haben? Nein, ich sag's halt. Und wenn's, aber wenn mir die Schuhe nicht passen, ich muss zwei Stunden, ja, zwei Stunden anhaben, sag ich jetzt einmal. Und am schlimmsten sind, wenn sie anhaben, Flipflop mit Socken. Ja, ich weiß. Ich meine, das ist ja überhaupt das erste unappetitlich. Nein, ist ja unappetitlich, aber es gefällt mir nicht. Und in der Stadt finde ich es auch nicht notwendig. Am Strand ist es okay mit Flipflop. Aber in der Stadt ansonsten ziehe ich halt irgendwelche so Espadrillos oder so, wie es man jetzt hat. Ach so. Aber was ich meine, so Firepoachen finde ich wirklich auch die Sandalen und so, finde ich Wahnsinn. Und was ein modische Unart. Also das ist etwas, was mir sowas von überhaupt nicht gefällt und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Jetzt kommt's. Bodyschlappen. Die Mädels mit den Bodyschlappen, die mit Plüsch und Strass und Ding, es bleiben Bodyschlappen. Und du gehst wie mit Bodyschlappen. Ja. Und du gehst wie ein Anten. Wenn's ist.
Ich finde auch, wie heißt die Ballerinas, ich weiß, das ist ein Klischee, ich finde auch Ballerinas, meine Tochter geht sich gerade noch aus. Die ist 20. Die kann das die, bei, den, bei der passen. Ja. Finde Ballerinas, weil also jede Frau, die mit mir zusammen machen, mit Ballerinas gegangen ist, ist gegangen wie ein Anten. Und das ist unerotisch. Und wenn es nur, es gibt ja auch Ballerinas, die so einen Absatz haben, die hinten so einen Absatz, das reicht. Auch sollten diese Sandalen, Marmeladinger ja. Slapfen, Jesusbutschen ja. oder wie auch immer man sie nennt, Feierbutschen, sage ich immer, ja. sollten die bequem sein, züge ich sie trotzdem. Also das ist so wie Birkenstock. Die sind eigentlich nicht bequem, das ist ja das Problem. Die sind sauhart. Wenn du die mal am Kopf kriegst, hast du einen Lockenkopf. Naja, aber entschuldige, wer hat sie nicht? Aber seien wir nicht böse, seien wir nicht böse. Meine Cowboy-Boots sind auch nicht weich, wenn sie am Schädel geht. Ja. Also, weil, wie ich schon mehrfach gesagt habe, und ich hoffe, dass ich mittlerweile ganz Österreich weiß, wegen der Schönheit hat mich noch keiner engagiert. Aber heute bist du da, deswegen. Ja, aber nur deinetwegen. Ja, nicht wegen der Schönheit, wegen endlich. Meiner Schönheit. Nach 3 Jahren haben wir es geschafft. Danke, ich glaube, wir haben alles, oder? Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.